elektrisches Billig-Skateboard. 100 Euro ungefähr kam es. Mit 10 Kilometer Reichweite ist es angegeben. Macht auch ganz schön Betrieb. War extrem überrascht. Mit Fernbedienung dazu. Vorwärts, Rückwärtsgang, schnell und langsam. Und 7 Zellen haben sie eingebaut. Da kommt man ran. Hier oben drüber ist ja normalerweise hier dieses Zeugs. Und wenn man einen Magneten irgendwo hat, kann man von oben ganz leicht rausfinden, wo die Schraubenköpfe sind, ohne da zu viel abzuziehen, damit man das Ding hier abschrauben kann. Und so schaut es innen drin aus. Ich werde jetzt mal hier 8 Kabel ranlöten, minus erste Zelle, zweite Zelle, dritte, vierte, fünfte, sechste und der Plus vorne. Und mir hier dann 8 Löcher rausbohren und mir obendrauf zusätzliche Akkus anbringen. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht tue ich mir auch die Kühlung von diesem. Was kühlt da hier eigentlich? Jedenfalls ist hier unten ein Kühlblech drauf. Vielleicht mache ich mir da noch einen größeren drauf. Vielleicht. Mal schauen. Ja, ich sehe mal zu, dass ich noch eine Probefahrt hinbekomme mit dem Ding, so dass ich euch zeigen kann. Also ich habe es jetzt täglich im Einsatz, aber was hier wirklich blöde gelöst ist, man trägt es hier und dann ist es nass und dann läuft die Nässe hier in den Schalter, der höchstwahrscheinlich nicht wasserdicht ausgelegt ist. Also den muss ich noch wechseln. Den muss ich jetzt ganz oft drücken, dass es eingeht irgendwann hier. Na, mal gucken, hoffentlich klappt es, hoffentlich habe ich Glück. Jo, es rennt. Also, Probefahrt kann starten. Dem geht's scharf. Uiuiui. Das macht seine Sache ganz gut. Was allerdings blöde gelöst ist dabei, das ist die Bremse. Ich habe es bisher noch nicht hinbekommen, so zu bremsen, dass ich ordentlich anhalten kann. Ja, also das mit dem Bremsen, das würde ich während des Bergabfahrens nicht machen. Da muss mal noch irgendwas mit dem Motor gemacht werden. Aber bergauf klappt es einwandfrei. Rechts vor links. Niemand da. Sehr schön. Ja. Also für bergauf geht es super. Ich wiege jetzt zwar keine 100 Kilo, ne? Also 60 Kilo bringe ich ungefähr auf die Waage. Das seht ihr schon. Hat er ganz schön zu kämpfen. Upsala, Auto, Moment. Da sucht man sich schon Strecken raus, wo wenig fährt, und dann kommt trotzdem was. Also Kinder nicht nachmachen, ne, auf normaler Straße. Aber hier auch. Kein Problem. Upsala. Bleibt als Fazit zu sagen, für um die 100 Euro eine gute Bastelgrundlage für die Zeit jetzt. Fürs Bremsen würde ich mir jetzt noch einfallen lassen, hier einen RMF-Charger noch ranzubauen und mir einen Umschalter ranzubasteln. Irgendwie, den ich dann vielleicht mit dem Fuß umschalte oder mir vielleicht noch ein Kabel ranmache. Naja, vielleicht auch mit Fernbedienung mal gucken. Aber ja, dass man praktisch, wenn man bergab rollt, dann irgendwann eine Maximalgeschwindigkeit hat und nicht immer schneller und immer schneller wird, wo man dann nochmal abspringen kann. Ja, und mit dem kleinen Putti kann man ja den RMF dann vielleicht auch so regeln, dass man da dann wirklich ganz, ganz gekonnt bremsen kann. Ja. Das bremst jetzt auch, wie gesagt, an der Fernbedienung ist so ein Bremsding dran, aber ja, entweder es tut sich gar nichts und dann zieht man ein bisschen weiter und dann steht man und man fliegt vorne über. Ja, also ich habe das mit dem Bremsen hier noch nicht so richtig raus, deshalb würde ich mir das hier dann als nächstes Projekt noch, ja, über den Arsch ziehen sozusagen. Hier habe ich mir, ich weiß nicht, ob sowas bringt, ne, hier noch einen kleinen Kühler rangebastelt, den ich umgebogen habe. Keine Ahnung, aber ja, ich denke mal, der könnte auch etwas wärmer werden dann mit der Zeit.
zu dem Schalter hier muss ich ja nichts mehr sagen. Der wird dann auch noch ausgewechselt und gegen den wasserfesten. Jetzt geht's auf Anhieb, ist ja klasse. Nur ausschalten geht jetzt nicht mehr. Doch, jetzt geht's. Hier kommt auf alle Fälle noch ein wasserdichter Taster ran. Ja. War's das gewesen? Ja, geladen wird es natürlich mit einem RE-MF-Charger. Das Originalladegerät habe ich dann nicht mehr genommen. Das sind ja hier Zombie-Zellen, ne? Das sind ja keine Original-Akkus. Ist trotzdem so ausgelegt, dass die jede 2 Ampere-Stunden haben. Und gefühlt haben die jetzt jede 1 Ampere-Stunden mindestens. Also habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Ampere-Stunden. Und vorher dürften ja maximal nur 2 oder 2,5 gewesen sein. Ja, und bisher kein Kapazitätsverlust und bestimmt schon 10-mal bergauf, bergab gefahren, bis die Batterien alle waren und neu geladen. Toi, toi, toi. Mal gucken, wie lang es hält. Hier nochmal live in Action, wenn es geladen wird, weil es so schön bunt ist. Das ist jetzt hier ein normales 24 Volt Wechselspannungsnetzteil, was ursprünglich für LED-Lichterketten gedacht war. Also ist noch so ein stinknormaler Trafo. Jetzt habe ich wieder kein Licht hier, dass ihr es sehen könnt von der Seite. Ne? Ja, oben drauf einen normalen RE-MF-Charger. Ne, hier jetzt als Bedini-Wickel-Version, aber normaler reicht auch. Und dann bringt der mindestens 35 Volt raus. Ja, 24 Volt Wechselspannungsnetzteil, wenn man das gleich richtet, Spannungsspitzen hin und her und so weiter und so fort, ne, dann hat natürlich dann die 100%ige Leistung. Das ist aber auch schön, weil dann wird der nicht warm. Und wenn der hier voll ist, bringt der auch immer weniger. Und dann, wenn er voll ist, schaltet ja hier der Balancer durch. Und dass dann nichts durchraucht, ist es mir dann lieb, dass der hier in der Voltzahl dann nicht zu hoch steigt. Das war jetzt doof ausgedrückt. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Also mit dem RE-MF-Charger laden. Immer und immer wieder. Ne? Geht super. Bis später.